In 2 Wochen beginnen Union und SPD mit ihren Sondierungen. Bei den Sozialdemokraten gibt es weiter Zweifel an einer neuen großen Koalition. Dietmar Woidke glaubt nicht so recht an die Neuauflage der GroKo. Quelle: Maurizio Gambarini, Deutsche Presseagentur, Zentralbild, Deutsche Presseagentur. Vor den Sondierungen von Union und SPD stößt eine Neuauflage der Großen Koalition bei 2 SPD-Ministerpräsidenten auf Skepsis. Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke sagte, ein solches Bündnis sei nur möglich, wenn es in einem späteren Koalitionsvertrag eine klare sozialdemokratische Handschrift gäbe. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer bekräftigte in der Bild am Sonntag, sie bevorzuge eine Minderheitsregierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU.